Willkommen zurück bei Let's Play Outlast. Wieder mit Joyce an meiner Seite. Hallo. Und, the fuck? Müssen wir jetzt hier rüberspringen? Das hat ja super funktioniert. Also ich meine ja, ne? Muss wahrscheinlich die Kamera wegmachen und dann... So. Folge dem Blut. Warum? Oh, Kameras! Ja, Batterien. Da ist eine Kamera. Ich will nicht dem Blut folgen. Nein. Vielleicht sollte ich nicht rennen. Da müsste ich da... Nee. Ich guck mich erstmal um. Ich guck mich erstmal um. Hey! Batteries! Ich hoffe, der wacht nicht auf. Hier ist zu. Okay, ich muss der Blutspur folgen. Na toll. Habe ich ja voll Bock drauf. Überspringen. Ja, ich weiß. Ah, da bin ich durchgebrochen, alles klar. Wo kann ich jetzt hier? Meine Batterien sind gleich wieder leer. Hier ist überall so dunkel. Warum ist hier überall so dunkel? Wow. Abgeschlossen, toll. Ich glaube, jetzt haben wir nicht nur noch... Ach, ich kann nicht mehr reden. Ich glaube, jetzt haben wir nicht mehr nur menschliche Gegner. Finde ich eigentlich gar nicht so besonders gut. Okay, es wurde was aufgenommen. War das mal? Notizen. Lügen. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten? Die Fakten? Die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus, mindestens 30 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an McCultra CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Ja, toll, Follow the Blood. Das sind so noch zu Pfeilen gemacht. Da war doch bestimmt gleich. Nein. Nein! Hey! Du wachst auf. Von hier komme ich, ne? Ja. Toll! Super! All aboard the murder train! Murder! No! Please no! No! Ich muss mich doch irgendwo verstecken können.
Nein, linke Maustaste. Danke. Ey, hier ist es so dunkel, ne? Kann ich nicht irgendwie eine Option ein bisschen heller machen, zumindest ein bisschen. Gamma-Wert, danke. Ein bisschen. Ein bisschen auf komplett hoch. Ah, jetzt sehe ich zumindest meine Hände. Nimm die Kamera, du Arsch. Kommen die überhaupt? Ich höre auf jeden Fall die Fußschritte. Oh. Die finden mich niemals. Ich bin voll gut unter dem Bett versteckt. Und die sind nackt. Ha! Keine Unterhose, kein Service, Bitch. Ja, jetzt muss ich ein bisschen warten, glaube ich. Nee, da hier gehe ich zurück. Hör auf mit dieser Kackmusik, Alter. Das ist ja. Ja, ich hab's kapiert. Bums, bums, bums. Bumsi, bumsi, bumsi. Rabimmel, rabammel, rab. Bums, bums, bums. Budi, 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 budi. Budi, 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 budi. Du bist ein Arsch, weißt du das? Warum stehst du direkt vor der Tür, du Wichser? Du. Dingser. Du, weil der ist nackt, komplett. Der wichst wahrscheinlich gerade mit seiner Machete oder so. Ja, wie soll ich dann da jetzt hin? Ja. Der Wichser wartet jetzt hängen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Und bis hier? Ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Vielleicht ist er ganz nett und er tötet uns nicht. Was ist mit dir falsch? Ja, ich weiß es auch nicht, was ich tun soll. Ach, warte. Vielleicht das hier? Haben die das gehört? Jo, Leute. Ey, jetzt im Ernst, ne? Ey, ich muss da hin. Die können doch nicht einfach davor stehen bleiben. So, nichts hat die angelockt, nichts.
Oh fuck, da hat er gespeichert. Wow. Das ist ja interessant. So, warte dann. Ich laufe jetzt einfach eine quere Runde. Weißt du? Ich laufe jetzt einfach hier rum. Und dann gehe ich hier wieder durch die Tür durch. Ja, oh, ja, fick mich doch. Dann laufe ich jetzt hier durch die Tür wieder durch. Ach ja, leck mich doch am Arsch. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier irgendwo hin. Nein, da war zu. Deshalb gehe ich da nicht hin. Aber hier irgendwo muss doch irgendwo ein Weg sein. Nein, es ist nicht. Das ist super. Dann verstecke ich mich wieder. Ach, ich habe Dokumente gefunden. Ich höre die. Oh. Nein. Es wäre schön, wenn die sowas leiser öffnen würden. Schließen würden. Ja. Warum? Also ich höre keinen Fußstapfen. Ist der Arsch mir überhaupt gefolgt? Ich lasse dich schon wieder vor der Tür stehen. Jetzt bestimmt irgendwo hier. Überfällt mich jetzt einfach mit seiner Machete. Jetzt hier lang. Jau! Jausa! Aber jetzt weiß ich, dass die nicht mehr vor der Tür stehen. Das ist gut, nämlich. Das heißt, ich gehe jetzt einfach da rein. Verschließe die Tür. Tschüss! Und verstecke mich jetzt hier. Das ist zu! Ich habe das Gefühl, ich bin eine Runde mit. Nee, okay. Ja, kommt mal da hinterher, ihr Wichser. Ich will jetzt hier nicht runterfallen, ne? Kann ich hier lang schleichen? Ja, okay. Aber ich kann auch, falls nötig, da wieder hoch, falls ich runterfalle. Das ist gut zu wissen. Nur das gefällt mir, das gefällt mir. Nein, 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 hoch, 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 nicht die Kamera, nicht die Kamera. Jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Hoch, 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 hoch. Ja, ich weiß, dass ich meinen Camcorder brauche. Das heißt, ich muss jetzt da runter, oder was? Ja, okay, ich kann den nicht weiter. Ah, viel Leben. Ja, ich hab's auch gesehen. Oh mein Gott. Ich muss jetzt nach unten, ne? Aber wenigstens ist hier alles gut beleuchtet plötzlich. Die ganze Zeit alles stockduster, aber hier ist alles super beleuchtet, da wo ich meinen Camcorder verloren habe. Was war das? Oh, eine Dusche! Lalalalala. Aha!
Shit, hier ist irgendwo so ein Vollarsch. Die warten doch nur darauf, dass ich meinen Camcorder hole. Es ist schon wieder dunkel. Hier geht's wieder. Ja, da gehe ich ja wohl nicht lang. Ah, der war aber nett. Der wollte uns nichts tun. Der war aber nett. Junge. Ist das. Nee, das ist eine Flasche. Ich dachte, das wäre unser Camcorder. Müssen wir was tun? Nee, du hast einfach nur ein Blumenkohl-Gesicht. Was hat der? Ein Blumenkohl-Gesicht. Ey, was geht bei dir? Der will raus? Ja, das ist, geht ja darum, dass, ich, dass man hier in der Psychiatrie ist. Hier komm ich nicht mehr nach. Ich sehe nichts. Hä? Achso, ich will die Tür schließen. Wo ist mein Camcorder? Ist ja durch den Boden gefallen da? Ja, da ist durch diese komische Ritze da. Alter, ich sehe gar nichts. Ich hab's. Scheiße. Oh yeah. Oh nein. Es ist kaputt. Ah, fuck. Yes. Lasst mich in Ruhe, bitte. Ich hab euch nichts getan. Kann man hier nicht. Nee, da war keine Tür. Ich weiß. Ups. Wand. Hä? Ja, leck mich doch am Arsch. Nee, da kann man nicht lang. Die haben mich gesehen! Ha, die können nicht klettern, die Wichser! Dass sie sich hier besser auskennen als ich. Und das beunruhigt mich. Ein wenig. Ah, Batterie. Okay, wir haben unseren Camcorder wieder. Und als nächstes gehen wir zu Vater Martin. Zum Vater. So, damit beende ich die Folge. Ciao!